und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Das Licht ist hell, es scheint. Ihr seht, die Restrepia-Orchideen stehen hier noch und ich habe euch eine Frage noch nicht gestellt. Sind Orchideen wirklich die schönsten und spannendsten Pflanzen, die es gibt? Aber natürlich, ansonsten würde ich ja diesen Kanal nicht machen. Orchideen können, ihr seht sie an den Restrepia-Orchideen, klein sein und dennoch spannend. Aber es geht in diesem Video nicht um Restrepia. Es geht um etwas, das noch deutlich kleiner ist als Restrepia, und das ist Sophronitis. Das ist hier bei dieser Sophronitis sicherlich nicht ganz so der Fall. Das ist die Sophronitis brevipedunculata. Die ist fast so groß wie eine Restrepia-Orchidee, aktuell mit einem Neutrieb, was bedeutet, dass sie demnächst blühen wird. Voraussetzung dafür, dass so eine Orchidee zur Blüte kommt, ist natürlich ausreichend Licht. Das ist meistens dann der Fall, wenn im Frühjahr wieder die Sonnenintensität an der Fensterbank deutlich zunimmt. Dann ist das das Zeichen für die Pflanzen, hey, jetzt könnte es losgehen, und dann werden sie auch anfangen zu blühen. Diese Orchidee hier ist eine Pflanze, die durchaus eine gute, ordentliche Größe hat. Mittlerweile sind ja Sophronitis-Orchideen in die Gattung Cattleya mit integriert worden. Man sieht das auch, warum das so ist. So eine Cattleya hat ja auch Bulben und so dicke Blätter. Das heißt, das hier ist im Prinzip nur eine kleine Mini-Cattleya. Das Ganze wird aber noch kleiner, und das seht ihr dann am Ende vom Video, denn wir arbeiten uns von groß nach klein oder von Pflanze mit Blüten-Knospen. Und tja, diese Orchidee Sophronitis brevipedunculata stammt wie alle anderen Sophronitis-Orchideen oder überwiegenden Orchideen aus Brasilien und Bolivien. Jetzt waren wir letztes Jahr zwar in Mittelamerika unterwegs, und ihr könnt es euch vorstellen, wenn man noch nie in so einem Land war, und das war bei mir der Fall, aber mit Orchideen vorbelastet ist, dann guckt man natürlich in jede Ecke, wo irgendwas am Blühen ist und hofft, dass man eine Blüte entdeckt. Sophronitis war jetzt nicht dabei, weil wir waren ja in Costa Rica, Honduras, Nicaragua und in El Salvador. Und das ist nicht ganz Bolivien, auch nicht ganz die Herkunftsregion dieser Orchideengattung. Und ja, ich hatte gehofft, dass es vielleicht in dem einen oder anderen Orchideengarten solche Pflanzen gibt, aber leider war das nicht der Fall, oder sie sind mir einfach nicht aufgefallen. Ja, hier haben wir eine Sophronitis coccinea. Die coccinea zeichnet sich im Vergleich zu den anderen Orchideen, die ich euch, oder der Orchidee, die ich euch davor gezeigt habe, dadurch aus, dass sie eben diese länglichen spitzen Bulben und Blätter hat. Wenn jetzt einer sagt, ja, so eine Sophronitis ist ja relativ langweilig, da ist ja pro Trieb bloß eine Blüte dran. Das ist richtig, aber die hier ist ja jetzt kurz vor dem Aufblühen, und das ist doch schon mal eine richtig intensive Farbe, dieses leuchtende Rot. Und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wenn die jetzt hier irgendwo an einem Ast im Baum wächst und da sind mehrere Blüten dran, und so eine ausgewachsene Pflanze kann durchaus viele Neutriebe ausbilden. Ihr seht ja, alleine die hat ja schon zwei, und je älter die wird, umso mehr wird das auch werden, wird die noch deutlich mehr auffallen. Jetzt sagt ihr euch, ja, Rot ist schön. Gibt es denn dann auch rosa? Natürlich habe ich rosa. Und ich habe euch gesagt, es kommt von Blüte zu Blüte immer mehr, oder von Pflanze zu Pflanze, die ich euch in diesem Video vorstelle, immer mehr Pflanze und auch Blüte. Und hier sehen wir eine Sophronitis Wittigiana rosea. Rosea sagt ja schon was über die Blütenfarbe aus. Und das ist doch mal eine richtig tolle Pflanze, richtig schöne Blüte. Und die Sophronitis-Pflanzen kommen ja ursprünglich in Höhen vor zwischen 1000 bis 1500 Metern, da ist es sehr neblig, auch durchaus dauerfeucht, und das sind so die Bedingungen, die diese Pflanze will. Das muss man ihr natürlich bieten können. An der Fensterbank kann es ein bisschen schwierig werden, da geht das mit Coccinea noch ganz gut. Und ja, ich habe vorhin gesagt, diese Orchideen haben in der Regel pro Trieb nur eine Blüte. Ja, aber es gibt noch eine Orchidee, das ist die Sophronitis cernua, die kann durchaus mehrere Blüten pro Infloreszenz, also Blütenstand, haben oder ausbilden. Und ja, das ist dann natürlich dann auch ein Highlight. Leider habe ich keine Cernua aktuell bei mir in Kultur. Das macht aber nichts. Sobald ich eine richtig schöne Pflanze sehe,
werde ich die natürlich euch auch vorstellen. Ihr seht hier, die Vitigiana rosea ist eine wunderschöne Pflanze, komplette Abwechslung zum Thema rote Blüte, wie wir sie hier sehen. Komplett anderer Kontrast. Nichtsdestotrotz eine richtig super spannende Sache, wie ich finde. Und ich habe euch gesagt, es wird immer kleiner. Vielleicht behalte ich die Rosea noch in der Hand, damit wir einen Größenvergleich haben. Sophronitis zählt zu den kleinsten Orchideen, die es gibt, vorausgesetzt man hat eine Sophronitis pygmaea in Kultur. Ihr seht, jetzt mache ich die Vitigiana rosea weg. Die muss ich jetzt erstmal hier einhaken. Schaue ich das mal an. Die könnte ich gerade auf meinem Daumen auspflanzen, also gebt einen pygmaea Daumen nach oben. Ist das nicht eine faszinierende, tolle, kleine Mini-Pflanze? Und schaut euch mal an, die Blüte ist im Verhältnis fast so groß wie die ganze Pflanze mit mehreren Bulben. Das ist das, was Sophronitis auszeichnet. Kleine Pflanzen, die eben dennoch mit riesigen Blüten im Verhältnis zur Pflanze zu beeindrucken wissen. Und wenn wir das jetzt einfach mal vergleichen, die Pygmaea mit der Coccinea, schaut euch das mal an, innerhalb einer Pflanzengruppe so einen krassen Unterschied. Und wenn diese Blüte von der Coccinea aufgeblüht ist, klar ist die deutlich größer als bei der Pygmaea. Aber ich sage euch eins, die Pygmaea-Blüte ist an und für sich, wenn man das im Verhältnis umrechnet, viel, viel, viel größer als jetzt bei der Coccinea. Ja, jetzt zeige ich euch noch zum Abschluss die Pflanzen alle zusammen. Die hänge ich jetzt alle mal hier rein, damit wir das irgendwie so im Gesamtbild anschauen können. Ihr seht, auf eine Handfläche passen hier schon ganze drei Pflanzen. Ich könnte die vierte Pflanze noch an die Seite hängen und irgendwo noch eine Zernua. Und ihr seht, wie spannend das ganze Thema doch an und für sich ist. Und es schaut doch richtig cool aus, oder? Die wird jetzt hier ein bisschen versteckt. Die knutschen jetzt ein bisschen rum. Orchideen, die rumknutschen, hat man auch nicht so oft gesehen. Das ist doch der absolute Kracher. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr auch eine Orchidee, die auf eurem Daumen wachsen kann? Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video und tschüss.